Ich persönlich bin kein großer Freund vom Kalorienzählen. Man legt sich am Anfang ein Grundverständnis zu, was man zu essen hat, was man regelmäßig isst, wie viel Energie man sich damit zuführt und wie man so auf seine Kalorienbilanz kommt, ob man übers Ziel hinausschießt und damit zunimmt oder halt sein Gewicht halten kann oder wenn man abnehmen möchte, halt das Ganze ein bisschen unter dem täglichen Bedarf reduziert. Und interessant finde ich aber, unabhängig davon, ob man Sport treiben möchte oder nicht, was man im Alltag, also bei den einfachsten Tätigkeiten, die wir jeden Tag alle machen, dann an Kalorien verbrennt. Und ich habe mal ein paar rausgesucht und anhand eines Beispiels einer 70 Kilogramm schweren Person, die dann diese eine Tätigkeit jeweils eine Stunde ausführt, wie viel Kalorien man ungefähr verbrennt. Unabhängig jetzt davon, welches Geschlecht sie hat und wie körperlich aktiv sie sonst ist, welchen Grundumsatz generell, sondern einfach mal nur jetzt als Beispiel, alles andere lassen wir außen vor, eine 70 Kilogramm schwere Person, die diese Tätigkeit eine Stunde lang, also 60 Minuten am Stück durchführt. Und da kommt Folgendes bei raus. Fangen wir an mit Sitzen, sei es jetzt auf der Couch abends beim Fernsehen oder im Büro. Sitzen in einer Stunde 76 Kilokalorien, nicht die Welt. Aber immerhin noch besser als zu liegen, also wenn du schläfst oder ein Powernapping machst, dann sind es nur 48 Kilokalorien. Autofahren im Gegenzug dazu verbrennt doppelt so viel, nämlich 100 Kilokalorien, was darauf zurückzuführen ist, dass man beim Autofahren natürlich auch ein bisschen mehr Bewegung hat mit den Armen, mit den Füßen, Schaltung etc. Und man natürlich auch gedanklich mehr gefordert ist, als wenn man abends nur auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt. Die nächste Geschichte bezieht sich auf den Vergleich zwischen Radfahren und einem strammen Spaziergang machen. Denn ich habe immer schon gesagt, Spaziergang ist besser für die Figur als Radfahren. Was einfach darauf zurückzuführen ist, beim Radfahren bewegen sich zwar deine Beine und dein Oberkörper muss alles stabilisieren, aber insgesamt benutzt du sehr wenig Muskeln. Beim Spazierengehen hingegen, wenn die Arme mit auch Schwung nehmen und alles in Bewegung ist, verbrennst du mehr. Und das sieht man auch an dem Beispiel hier, weil eine Stunde Fahrradfahren verbrennt 424 Kilokalorien und eine Stunde Spazierengehen oder Wandern 540 Kilokalorien. Also es ist schon, sag mal, ein Viertel mehr verbrannt, wenn du spazieren gehst, statt Rad zu fahren. Anders sieht es beim Rasenmähen aus. Beim Rasenmähen hat man ja das Gefühl, dass es doch körperlich recht anstrengend ist, aber das meiste macht ja nun mal der Rasenmäher und nicht man selbst. Dementsprechend eine Stunde Rasenmähen, 124 Kilokalorien. Dafür ein Beispiel von drin. Eine Stunde Bügeln, 112 Kilokalorien, also ein kleines bisschen weniger. Zählt bei den meisten zu den täglichen oder zumindest regelmäßigen Arbeiten, die so anfallen. Und es macht halt nicht großartig jetzt den Reibach, wenn du gezielt abnehmen möchtest. Und im Gegensatz dazu Putzen. Putzen ist jetzt sehr allgemein gefasst, ist eine Mischung aus Staubsaugen, Wischen, Fenster putzen etc., Abwasch machen. Das liegt dann schon schätzungsweise bei 272 Kilokalorien. Und für die Männer alle, die noch Holz hacken müssen, Holz hacken trifft es richtig. Holz hacken eine Stunde lang schätzungsweise 840 Kilokalorien. Und das wissen wir, Holz hacken ist natürlich sehr anstrengend. Das Hacken an sich, dann das Holz noch zu bewegen, die Schubkarre zu fahren, das Ganze zu stapeln, ist schon sehr, sehr anstrengend. Was will ich dir damit jetzt verdeutlichen? Wir sitzen täglich sehr, sehr viel im Auto, bei der Arbeit, abends auf der Couch und diese Tätigkeiten verbrennen nur ein absolutes Minimum an Energie und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr leicht zuzunehmen. Und da sollte man einfach überlegen, ob man vielleicht abends die halbe Stunde vor dem Smartphone, Laptop oder Fernseher lieber gegen einen strammen Spaziergang austauscht. Denn, wie in der Liste jetzt hier zu lesen war, strammer Spaziergang sind schon über 500 Kalorien in der Stunde. Nimmst du eine halbe Stunde, sind es 270 Kalorien, ist schon mal das Potenzial, dass du zunehmen kannst, geringer. Das heißt, du kannst dir beim Essen auch mal ein bisschen mehr erlauben. Oder wenn du abnehmen möchtest, ist eine halbe Stunde Spaziergang sehr, sehr förderlich. Und wie gesagt, wir reden hier noch nicht mal vom intensiven Sporttreiben. Das Holzhacken machten auch die wenigsten von uns. War aber jetzt mal ein krasses Beispiel. Und versuche einfach ein bisschen mehr Bewegung, und sei es nur eine halbe Stunde am Tag, einzubauen. Wenn abends alles erlegt ist, zieh dir nochmal die Jacke über und geh raus und spaziere eine Runde. Das ist gut für deinen Kreislauf, das ist gut für dein Denken, für deine Ziele, die du vielleicht vorhast im Leben, und es ist auch förderlich natürlich für deinen Körper, fürs Abnehmen oder um wenigstens die Figur zu halten, wenn du mit dieser zufrieden bist. Solltest du noch weitere Fragen zum Thema haben, schreib sie mir in die Kommentare. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.